Wenn man Menschen den Brustkorb physisch zusammendrückt, etwa durch eine sehr feste Umarmung, bekommen wir keine Luft mehr. Uns wird buchstäblich die Luft abgeschnürt. Würgeschlangen nutzen das gleiche Prinzip, um ihre Beute zu töten. Aber wie gelingt es den Schlangen, trotz des großen Drucks, der gleichermaßen auf sie selbst lastet, weiterzuatmen? Wenn du die Antwort darauf wissen möchtest, dann bist du in diesem Video genau richtig. Ophidiophobie ist der Fachbegriff für die Angst vor Schlangen. Der Biologe John Canapo leidet wohl eher nicht darunter, denn er führte ein spannendes Experiment mit seinem Team über die Atemfunktion bei Boa constrictor durch. Die Boa constrictor ist eine etwa 3 Meter lange und bis zu 15 Kilogramm schwere Würgeschlange. Der Hintergrund ihrer Forschung war, wie es die Schlangen schaffen, weiterzuatmen, während sie ihre Beute erdrücken, denn der Druck lastet ja genauso auf sie selbst. Sie fanden dabei heraus, dass die Tiere in der Lage sind, gezielt nur jene Rippenbögen in Bewegung zu setzen, wo kein direkter Druck auf sie lastet und somit gezielt nur dort zu atmen. Doch wie gelingt das? Schlangen haben nicht wie wir Menschen ein Zwerchfell, sondern sie atmen, indem sie ihre Rippenbögen bewegen. Getestet wurde das im Labor, in dem den Tieren Riemen, ähnlich denen, wie wir sie von der Blutabnahme kennen, umgeschnürt wurde. Die Atmung kontrollierten die Forscher mit einer Gesichtsmaske, wodurch sie eine weitere Erkenntnis erlangten. Schlangen mögen keine Gesichtsmasken. Trotzdem war es ihnen möglich, Röntgenbilder zu machen und damit zu Ergebnissen zu kommen. Die Schlangen können durch Nerven gesteuert unabhängig voneinander verschiedene Bereiche des Brustkorbs aktivieren und damit die modulare Betätigung bestimmter Rippensegmente erreichen. Die Schlangen haben sich diese Fähigkeit in der Evolution früh angeeignet. Dadurch erlangten sie eine bemerkenswerte Vielfalt und große ökologische Reichweite. Dir gefällt das Thema? Dann schau doch mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Dich erwarten dort viele spannende Videos aus der Tierwelt und auch aus der aktuellen Forschung unseres Instituts.